3 Minuten nach 8:30. Guten Morgen. Und Just Kobusch wird gleich unser Gast sein. Er hat ja wahrscheinlich eines der aufregendsten Bergvideos des Jahres gedreht und auch hochgeladen. Wir sehen es hier noch mal. Just, guten Morgen erstmal. Was genau ist da passiert? Ja, guten Morgen. Ja, ich war dieses Frühjahr auf einer Expedition in Nepal unterwegs und war im Everest Base Camp am 25. April, als wir dann schließlich im Erdbeben waren und ganz überraschend von einer Lawine getroffen wurden. Unglaubliche Bilder, die man da sieht. Das ist, glaube ich, auch für einige Menschen nicht gut ausgegangen. Du konntest dich retten. Was war das für ein Lager, in dem ihr euch da befunden habt? Wir sind jetzt im Everest Base Camp gewesen. Das Everest Base Camp ist unglaublich groß. Es erstreckt sich über 1,5 Kilometer. 1000 Menschen wohnen da in der Hauptsaison. Wahnsinn. Warum hast du das Video dann im Nachhinein hochgeladen? Weil man ja auch denken könnte, das ist ja so ein schrecklicher Vorfall. Das möchte man vielleicht gar nicht unbedingt teilen mit der Welt. Für uns war das so ein Zeugnis unseres Überlebens. Wir haben uns halt tierisch gefreut. Wir waren wirklich davon überzeugt, wir würden sterben. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Und als wir es dann geschafft hatten, wollten wir eigentlich allen zeigen, hey, wir haben es geschafft. Wir haben uns halt wirklich darüber gefreut. Das war so ein persönliches Ding. 23 Millionen Mal wurde dieses Video mittlerweile geklickt. Und du würdest wahrscheinlich wieder auf den Berg steigen, oder? Oder hat dich das irgendwie so ein bisschen bekehrt und du sagst, ab sofort ist Schluss? Na, natürlich. Also man versucht natürlich immer, objektive Gefahren so gering wie möglich zu halten. Aber dieses gewisse Restrisiko, das ist ja auch das Abenteuer. Das ist ja das, was wir suchen irgendwo. Wir wollen aus der Zivilisation raus in die Welt und spüren, dass wir am Leben sind. Wie findet deine Familie das? Ja, also die machen sich schon immer ein paar Sorgen. Aber mittlerweile haben sie gut gelernt, in mich zu vertrauen und wissen halt, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe. Wir haben auch Bilder von dir, da bist du wirklich ganz weit oben auf einem Berg. Du kletterst teilweise auch an richtigen Steilwänden hoch. Was ist das für ein Gefühl für dich, auch wenn du diesen Berg dann vielleicht erklommen hast? Für mich ist das ein unglaubliches Gefühl. Einfach, ich bin da in diesem Moment, ich konnte mich voll auf die Bewegung konzentrieren. Und wenn ich da oben stehe und über die Wolken schaue und wirklich so komplett da oben für mich bin, dann ist das unglaublich befreiend. Das sind wirklich Wahnsinnsbilder. Wie drehst du die denn? Ich habe eine Helmkamera auf dem Helm und ich habe natürlich auch so eine Stange, die ausbalanciert ist, wo die Kamera ein bisschen weit von mir weg sein kann. Aber ich filme alles selber. Und lädst das dann auch hoch, sodass die Welt quasi daran teilhaben kann? Genau. Ich habe einen YouTube-Kanal. Ich berichte sogar wöchentlich darüber. Wahnsinn. Wir haben jetzt hier den Tisch vollgepackt mit diversem Equipment. Ist das so ungefähr das Equipment, was du dann auch dabei hast, wenn du auf den Berg steigst? Genau, also zum Eisklettern zum Beispiel habe ich Steigeisen dabei, die sind unterm Schuh befestigt. Mhm. Also musst du dir das so vorstellen, ich habe das quasi am Bergstiefel dran und trete damit ins Eis hinein. So kann ich mich festhalten und die Hände können sich ja am Eis auch nicht festhalten. Da habe ich Eisgeräte, die ich dann wirklich ins Eis hineinhaue. Und ich bin nicht nur allein unterwegs, ich bin manchmal auch in Seilschaft unterwegs und bin gesichert. Und dann verwende ich tatsächlich auch Seile zur Absicherung und wir bohren so Eisschrauben in das Eis hinein. Die werden wirklich reingedreht, dann kann man Karabiner einklippen, dann das Seil. Wie viel Vorbereitung bedarf es denn, bevor man so einen Berg überhaupt erklimmen kann? Also es kann ja nicht jeder einfach sagen, so jetzt mal auf zum Mount Everest. Wie lange bereitest du dich darauf vor? Auf ganz große Expeditionen bereite ich mich teilweise schon ein Jahr vor, länger. Ja, es sind lange Vorbereitungszeiten. Wahnsinn. Wir haben auch Bilder von einer Route, die du demnächst starten möchtest. Das sieht jetzt, wenn man sich das dann so anguckt, da sehen wir es, das sieht dann erstmal so aus, als wenn, ach naja, da wandert man dann mal so hoch. Dem ist aber nicht so, ne? Was ist das für eine Route? Genau, das war die Route, die ich dieses Frühjahr versucht habe, am Lhotse. Der Lhotse ist der vierthöchste Berg der Erde, direkt rechts vom Everest. Also jetzt quasi biege ich rechts ab und Everest-Leute würden links abbiegen. Aha. Und gehe auf einen recht technischen, recht steilen Gipfel nach Tausender. Wahnsinn. So Bergsteiger sind ja schon so ein Völkchen für sich. Jan, möchtest du mal kurz zu uns kommen? Jan fühlt sich ganz ertappt. Komm mal ran auf den Meter. Na, selbstverständlich. Hallo. Respekt. Morgen. Respekt, ja genau. Komm mal hier rum. Jos, vielleicht kannst du mal an ihm zeigen, an was du dann auch dranhängst, wenn du jetzt an so einer Steilwand beispielsweise hochgehst. Dann hat man ja hier solche Gerätschaften an. Bei mir ist das gerade etwas schwierig, deswegen nehme ich dich mal als Lass ich dich da mal reinsteigen. Ja, sehr gut, genau. Sehr gut. Also, wenn ich... Kannst du hier einmal reinkommen? Wenn ich in der Seilschaft klettere, dann haben wir Klettergurte an. Wir sichern uns ja auch irgendwo und das Seil muss befestigt werden. Und da sitzt man in so einem Gurt drin. Aha. Genau. Wunderbar. Das sieht ja fast ein bisschen erotisch aus, Jan. Also, hier ist doch alles erotisch. So, da hängt man dann drin. Genau. So.
So, das ist der Gurt. Hier an dem Stückchen an hängt dem dein Stück, ganzes Leben, ne? Muss man sich genau, halt vorstellen. Genau, also ne? Ja. Du wirst quasi mit einem Seil eingebunden. Ja. Das Seil geht durch und jetzt kann man natürlich nicht irgendeinen Knoten verwenden. Der Knoten, der zieht sich ja unglaublich zu, wenn du mit deinem ganzen Körpergewicht da drin bist. Deswegen macht man einen speziellen Knoten. Das hier ist jetzt der Achterknoten. Er sollte dann aussehen wie eine Acht, wenn er fertig ist. Ja, wie beim Bootsfahren. Genau, genau. Den genau Knoten gibt es auch beim Bootsfahren. Beim Segeln. Gibt es total gerade beim Bootsfahren. Mensch, ach, ihr zwei Süßen. Mensch, ja, das ist ja schon richtig nah hier halt mit euch beiden. Bitte. Ich halte jetzt, quasi dein Leben. Leine. Ja. Ach, guck mal, das war das Ziel. Genau. Und dem vertraust du? Ja, genau. Das, ja. Das hält unglaublich viel aus. Das und das ist auch ein bisschen Wahnsinn. Elastisch. Das heißt, wenn du stürzt, ja, dann ist es nicht BOM, sondern... Das ist jetzt ja noch ist so dir das mal passiert? Bist du schon mal gestürzt ja, und hingst dann an diesem Seil? Also beim Sportklettern gehört es tatsächlich dazu. Ich bin, das tiefste war, glaube ich, 10, 15 Meter schon mal gestürzt. Na gut, das gehört eben so dazu. Ja, Just, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, ja, heute Morgen zu uns zu kommen. So. Bitte bleib doch noch einen Moment bei uns. Und Jan, du darfst jetzt genau kommen. Auf meine nächste Moderationsposition, genau, die ist da hinten irgendwo. Ja, bitte, mal sehen, wie lange du mir Leine gibst. Du darfst. So. Ja, fein. Ja, vielen Dank. Nochmal die ja, andere sehr cool. Liebe Regie. Nee, ich mach doch nicht, was ihr wollt. So, also jetzt geht's um Folgendes. Hunde haben wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl, ne? Läufst du mal irgendwo hin, wo es spannend ist und dann wird wieder gezogen, dann darf man da wieder nicht hin und so weiter. Ja, und um Hunde geht's, ne? Den eigenen Hund ganz liebevoll an den Rand der Verzweiflung treiben. Nichts leichter als das. Dankeschön auch an Jost Kobusch, Extrembergsteiger. Also man kann eigentlich nur sagen, bitte bleib heil und gesund und pass auf dich auf. Was ist die nächste Tour? Wo geht's rauf? Auf welchen Berg? Im Januar geht's nach Japan. Eher unbekanntere Berge, aber wunderschön. Ist der SMS-Empfang oben auf dem Berg? Ja, also manchmal ist es tatsächlich so, da weiß man genau, an dem kleinen Hügel kann ich eine SMS abschicken, aber sonst gibt's nichts. Ist ja manchmal auch ganz angenehm, ne? Ja. Und Dankeschön auch an Erik Hegmann. Es ging heute ums Fremdgehen. Angeblich gehen die Frauen ja mehr fremd als die Männer. Denken Sie mal drüber nach, liebe Frauen. Danke fürs Zusehen. Morgen sind wir wieder da ab 5:29 Uhr. Bis dahin, schönen Dienstag. Bis morgen. Tschüss.